Heute werden wir die verrücktesten Sachen mixen. Und jetzt müssen wir anscheinend erstmal hier so ein paar Sachen mixen in diesem Mixer. So, dann machen wir erstmal hier schöne Karotte rein. Oh. Oh, und nicht so weit, nicht? Oh, stimmt. Stimmt. Ich hätte richtig weit gehen können, ne? Okay, warte mal hier. Schön reinmachen. Oh. Oh, perfekt. Hey. Alles klar. Und jetzt können wir das Ganze dekorieren. Mit welcher Sache wollen wir es dekorieren, Mirkan? Ich würde sagen, mit dem Roten, oder? Das passt mit dem Roten, ne? Sieht echt ganz gut aus. Okay, jetzt können wir hier anscheinend sogar perfekt dekorieren. Ah, fast. Oh, fast. Das war gerade fast. So, und jetzt haben wir hier schon mal Zutaten, Dekoration und Fertigkeit. Wir kriegen 3 Sterne und $500. Optimal. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Belohnung gerade bekommen. Beziehungsweise wir kriegen gleich anscheinend so eine Radbelohnung. Und wir können jetzt hier unseren Laden... Oh, erweitern. Guck mal, echt, das sieht richtig krass aus. Richtig okay, cool. Die wollen anscheinend irgendwelche coolen Säfte. Cool, das ist sogar ein Roboter. Dann mal gucken, ob wir die noch ein bisschen glücklich machen können, ne? So, dann machen wir mal, gehen wir mal rein hier. Jetzt sollen wir anscheinend Banane und Schokolade machen. Das heißt, wir nehmen erstmal die Banane. Oh. Okay. Und dann nehmen wir noch die Schokolade, Mirkan. Das würde ich aber auch essen, ne? Boah, so ein Bananen-Schokoladen-Milchshake. Das wäre jetzt echt geil. Welches Glas wollen wir nehmen? Wollen wir das typische Rechte nehmen? Das typische Rechte, da sehe ich mich auf jeden Fall auch hier. Und dann nehmen wir, was nehmen wir für einen Effekt? Wow. Lass das linke nehmen, das ist ein bisschen kälter, Das linke sieht auf jeden Fall echt gut aus, dass es schön kalt ist. Okay, Dekoration, wollen wir mal das UFO nehmen? Ja, das sieht gut so, aus. So, UFO und dann... Und diesmal perfekt! Ah, perfekt, Alter, guck dir mal bitte schon diesen kalten Bananen-UFO-Milchshake an. Hä? Weil sie eine Hexe ist, hätten wir dort einen Trank reinpacken sollen. Nein, guck mal, die wollten Schmetterling haben. Darauf müssen wir achten. Oha, okay. Also gut zu wissen, habe ich. Welche nehme ich? Links, Mitte, rechts? Rechts. Rechts. Oh, egal. 250 Münzen ist auch nicht verkehrt, ne? Mhm. So, wir kriegen gleich ein cooles Glücksrad, sehe ich gerade. Und mal gucken, wer ist das denn? Bringt ihr einen neuen Milchshake vorbei? Neuen Mixer? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich brauche keinen neuen Mixer. Meiner, den habe ich gerade mal zweimal benutzt. Nein, hier. Du hast es dir wieder nicht angeguckt. Nein. Ach doch, da oben rechts. Warte, was will er haben? Er möchte mit so einer Limette oder was? Ja. Okay, oben rechts das mal machen. Alles klar. So, dann machen wir erstmal hier schön Mais. Bam, Alter. Schön reingemacht jetzt hier das Ding. Dann brauche ich auf jeden Fall das Glas. Hier hast du recht. Okay, das ist jetzt schon mal gut zu wissen. Und er möchte Feuereffekt haben. Ohoho. Und die Dekoration Limette. Und er möchte die gerne rechts haben. Und zwar perfekt nach rechts. Aber wer trinkt Maissaft? Ich weiß auch nicht. Das ist der Typ mit dem Sombrero. Ist auf jeden Fall mega glücklich, ne? Das ist die Hauptsache. Dass der mega glücklich ist. So. Und dann hier, bester Preis, Mirkan. Ja, diesmal sag du. Mitte, ich habe eben gerade nur das Schlechteste bekommen. Ich sag Mitte. Oh, stark. Starke Sache hier. Dekoration, so hier, easy. Und wir haben jetzt hier das Glücksrad frei. Rad gratis drehen. Alter, wir können krasse Sachen gewinnen. Ananas. Komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Und? Orange. Okay. Ist auch nicht schlecht. Oh, das Mega-Glücksrad. Das drehen wir später, Leute. Das drehen wir später nochmal, das Mega-Glücksrad. So, möchte der Roboter haben? Der möchte hier anscheinend... Oh, dann kriegen wir nämlich eine Kiste kostenlos, wenn wir alles richtig machen. Okay, komm. Wir schaffen seinen Drink, okay? Der möchte... Telefon. Das ist ein Telefongetränk? Hier kommt das Nokia kommt hier rein. Oh Gott. So, perfekt schon mal. Er möchte, glaube ich, in der Mitte, glaube ich, Eis haben, ne? Oh. So, gut. Und dann nochmal hier... Nochmal Nokia. Und zack. Okay, perfekt. Dann möchte er als Effekt, nee, erstmal das Glas. Er möchte das rechte Glas haben, ne? Mhm. Ja, das ist das rechte Glas. Und dann möchte er Effekt Blitz. Guck mal, der Name vom Getränk ist Creamphone. Creamphone, was? Und Dekoration möchte er gerne das Alien-Ding haben. Okay, dann machen wir das Ganze auf jeden Fall schön perfekt. Perfekt. Oh, zählt noch alles perfekt. Ich hoffe doch. Ich glaube ja. Und mit Eiswürfeln sogar. Oh, ja. Er ist mega zufrieden. Ich liebe Saft, sagt er. Okay, und jetzt können wir, glaube ich, genau, ein bester Preis. Okay, jetzt darfst du entscheiden. Dann diesmal wieder rechts. Der Vogel. Rechts ist der Vogel. Hä? Was ist das denn? Wir haben auch nicht schlecht. Hier ein neues Glas. Das ist voll gut. Hä? Und guck mal, das ist jetzt hochgegangen. Weiter. Und ich glaube, jetzt können wir hier unseren, ja, wir können unseren Bereich erweitern. Tische. Okay, was sollen wir machen? Die Tische, ne? Ja, safe. Machen wir mal den Tisch. Oder welche kosten die? Alle kosten 900. Und der würde... Nee, es ist zu viel Werbung. Okay, kaufen wir ganz kurz den Tisch hier. Und die anderen können wir uns noch nicht leisten gerade. Halb so wild. Er möchte auf jeden Fall jetzt hier, glaube ich, einen Kaffee haben, ne?
Aber das müssen wir Werbung für gucken. Guck mal, jetzt haben wir auch noch hier unsere Gegenstände, sehe ich gerade. Wir haben jetzt schon mal hier Obst, dann werden die Süßigkeiten. Und ich glaube, hier sind unsere neuen Gläser. Gar nichts, ne? Das hier, die Gläser müssen wir quasi noch bekommen, ja, ne? Das wäre echt gut. Und wir haben noch Möglichkeiten, sehr, sehr viele Mixer und andere Hände und sowas zu bekommen, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, Mirkan, was wir jetzt hier alles bekommen. Deswegen gehen wir schon mal rein. In den nächsten Mixer, er möchte anscheinend einen kompletten Schokoladenshake. Oha! Das ist eine Schokolade. Bam! Oh, 99% nur. Und er möchte das Glas, das neue, was du gerade freigeschaltet haben, das, was du freigeschaltet hast. XXL-Schokolade. Dann möchte er hier diesen Effekt haben. Und oh, das UFO. Oh, zack. Okay, Alter, das sieht richtig krass aus. Ich glaube, es muss richtig lecker schmecken, ne? So, hier das Glas für den Zauberer. Und er ist sehr zufrieden. Optimal. Okay, jetzt haben wir 1200 und wir kriegen... Hä? Hä? Oh, warte. Oh mein Gott. Oh, ich weiß bitte. Es. Ganz rechts. Nein. Ganz rechts. Nein. Du hast recht. Ich hätte gerne die Spinne bekommen. Als ob du das gesehen hast. Okay, jetzt haben wir anscheinend eine neue Hand als Belohnung, ne? Guck mal, wow. Henry. Henry? Wir sind jetzt Henry, Bro. Okay, gute Arbeit jetzt auf jeden Fall. So, mal gucken. Lass mal wieder kurz zum Strand gehen, weil wir haben jetzt hier gerade genug Geld, um einen weiteren Tisch zu kaufen. Zack, okay. Und dann machen wir mal hier den Professor nochmal hier eine schöne... Was ist das denn hier für ein Mix? Kriegen wir so eine toxische Box anscheinend. Okay, er möchte erstmal Mais. So, das kriegen wir hin. Zack, perfekt. Dann möchte er Banane haben. Und dann noch ein Apfel? Na gut, leider nur. Und dann noch ein Apfel. Okay, sehr schmeckt? Exotisch. Ich weiß nicht, ob das schmecken wird. Vielleicht schon. Also, Glas möchte ja das in der Mitte haben. Corn Cream. Und dann den eisernen Effekt mit dem Ding, was ich, glaube ich, eben gezogen habe, ne? So. Und perfekto. Richtig mal gut. Mal gucken. Jetzt ist er glücklich. Bitte alles. Ja, 3 Sterne, Bro. Sehr gut. Ich liebe Saft, sagt er. Und jetzt darfst du auswählen. Aussehen. Mitte? Mitte. Oh, hä? Hä? Ein Handy-Zutat. Was? Oh, wir haben gleich wieder ein Glücksrad, sehe ich gerade. Okay, da das ist schon mal gut. Das Mega-Glücksrad. Ja, das Mega-Glücksrad habe ich auch gesehen. Okay, lass mal hier den letzten Tisch kaufen. So. Okay, das ist schon mal optimal. Dann gehen wir hier in den Tag 4 rein, denn wir haben auch schon wieder neue Kunden. Und, die möchte anscheinend komplett Eis haben, ne? Die hatte irgendwie 8 Waffeln oder 8 Kugeln. So, jetzt haben wir das Glas hier auf jeden Fall für sie. Sie möchte aber kein Effekt und nur eine Orange hier oben drauf. Okay, der Wunsch sei erfüllt. Das ist mein Lieblingsshake bis jetzt, ne? Ehrlich? Dein Lieblingsshake? Ja, den würde ich selber trinken. Er sieht auch echt lecker aus, muss ich sagen. Ne? Ich meine, so ein Eis ist ja komplett Eis, ne? Und wir haben gleich das Glücksrad schon mal. Okay, hast du gerade den Frankenstein da links gesehen? Hab ich gesehen. Guck mal hier. Ey, wollen wir dem Nächsten einfach einen Ekeldrink machen, den er nicht möchte? Boah, wäre eigentlich auch mega lustig, ne? Warte mal, ich guck. Aber der, Alter, ist die längste Karotte der Welt! Jo! Was war das denn für eine Karotte, okay. Alter? Okay, jetzt können wir eigentlich... Gut, daraus kann man jetzt keinen Ekeldrink machen. Nee, machen wir gleich mal bei dem Nächsten. Dann kriegt er so ein Telefon oder sowas, ne? In seinen Drink rein. Den möchte ich aber nicht verärgern. Nee, den würde ich auch nicht verärgern wollen. Das machen wir dann beim Nächsten. So, jetzt haben wir wieder ganz viel Geld gerade bekommen. Und ich glaube, ja, jetzt haben wir das Glücksrad. Okay, komm schon, bitte. Was möchtest du haben? 3 Free Spins wären krass. Wenn wir 3 Free Spins jetzt bekommen. Oh. Komm schon. Sieht gut aus. Nicht. Eine Gurke. Okay, ist aber in Ordnung eigentlich, ne? Das drehen wir später. Da kriegen wir sogar 15.000 Dollar, sehe ich gerade, ne? Sieht richtig krass aus, das Mega-Glücksrad. So, was möchte der hier haben? Komm, wir machen den Ekeldrink, okay? Wir machen den eine verschimmelte Karotte. Okay, ekelhaft. Dann kriegt er eine eklige... Guck mal, siehst du diese Effekte da, diese kleinen? Das sind irgendwelche... er kriegt eine verschimmelte Gurke. Guck mal, der macht sich schon selbst ein vergammeltes Würstchen. Ein Würstchen, was vergammelt ist. Oh. Dann kriegt er als Glas noch hier das Ding, ne, damit er schön Henkel hat. Und dann kriegt er... Okay, ja, wir können jetzt aber keinen Effekt machen hier, ne, mit diesen ekligen Dingern. Okay, ihr kriegt aber hier so einen kleinen Schmetterling noch drauf, mit Eis noch drin. Boah, sieht der Drink eklig aus. Ich hoffe, der ist glücklich mit allem. Was sagt der? Ja, er ist trotzdem glücklich. Ey, der geht richtig ab, der Frankenstein, Alter. Optimal. Okay, du darfst die Kiste auswählen. Ich würde sagen, die Kiwi ist der beste Preis, die Kiwi ist auf der linken Seite. Oh, nur 100 Dollar, Alter. Richtig schlecht bist du da, aber was es angeht. Aber wir haben voll viel Geld. Aber wir haben echt voll viel Geld, du hast recht. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Können wir schon irgendwas hier noch kaufen? Ah, wir können die Tische erweitern. Ah, okay. Und den Laden können wir auch erweitern. Hier so ein paar Schilder.
2-4. Und die Palmen können wir auch erweitern, ne? Okay, krass. Guck mal, viele Kunden diesmal da sind auch. Ja, wir haben echt extrem viele Kunden jetzt gerade, ne? Die möchten Kaffee haben, kriegt die aber nicht. So, was will der jetzt hier haben? Oh, der Drink sieht krass aus. Ne? Oh, wir können den aber. Wollen wir den eine eklige. Das ist eine vergammelte Gurke, ne? Ja. Vielleicht widerlich. Okay, der kriegt noch eine vergammelte Orange. Ja, der wollte das haben. Oh, ne? Und vergammelten Apfel kriegt er auch noch. Oh Gott, Alter. Ich hoffe, das wird er nicht bemerken. Guck mal, das ist eine braune Brühe. Dann kriegt er noch das Glas, damit er denkt, das ist alles richtig. Und er kriegt noch die Dekoration. Boah, und jetzt hat er so einen Ekeldrink. Mal gucken, was er sagen wird. Das wird er doch mögen. Auf seinen Blick, mal gucken. Und der hat gespuckt. Aber ey, ein Stern wenigstens für Dekoration. Aber kein Geld dafür bekommen, leider. Okay, ich glaube, wir müssen beim nächsten wieder ernst machen. Wer ist das denn? Hä? Ich brauche keinen neuen Mixer. Der funktioniert noch gut. Oh, ein Zauberer. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, die normale Orange nehmen. Ja, wir können jetzt natürlich die vergammelten nehmen. Aber das bringt uns jetzt gerade wenig, weil wir brauchen natürlich auch das Geld, ne? Wir müssen ja unseren Laden erweitern. So, und dann kriegt er nochmal hier eine schöne Gurke rein. So, perfekt. So, dann kriegt er einen schönen... schönes Glas mit so einem Henkel, ne? So ein Gefühl zum Bierglas schon fast schon, ne? Banzai ist das Getränk. Banzai, du hast recht. Und jetzt kriegt er noch den hier, den Schmetterling oben drauf. So. Ui. Das sieht doch mal nach einem richtig, richtig guten Drink aus. Und, jawohl, 3 Sterne wieder bekommen. Und, okay. Ah, guck hin, guck hin. Yummy. Ich hab Mitte. Ihn. Weißt du, nein. Yummy. Rechts. Nee, das stimmt jetzt nicht. Hä? Das ist gelogen! Das wäre Mitte gewesen! Nein, das Spiel lügt uns an! Das wäre Mitte gewesen, ich habe ihn verfolgt! Oh Mann! Mann, Alter! Okay, warte mal, jetzt haben wir ihn. Das Ding ist, wir haben jetzt trotzdem neues Glas. So, jetzt kriegt ihr erstmal eine schöne dicke Wurst. Oh, Und nochmal Mais, ne? Schön Mais, Wurst und Mais, ne? Habe ich sauer ein bisschen eklig. Wie ist der Name? Corn Dog? Lol. Okay, doch. Macht eigentlich Sinn, oder nicht? Eigentlich macht es Sinn. Eigentlich könnte es lecker schmecken. Okay, dann nehmen wir mal hier das Glas hier und dann eine schöne Limette. Die wird hier direkt, boop, perfekto raufgepackt. Mal gucken, ob die glücklich ist. Ohne Eis und so. Ja, doch. Die ist sehr glücklich, ne? Guck mal, die macht richtig Moves hier. Die tanzt ja richtig. Okay, wir haben gleich das heftigste Glücksrad, ne? Kriegen wir jetzt gleich. Oh, wollen wir uns ein Schild holen? Oh, warte mal, wir können jetzt hier... Das entweder erweitern, die Palmen erweitern oder den kompletten Laden. Wollen wir die Theke erweitern oder das Schild? Ja, komm, lass das Schild holen. Mal gucken. Okay. Das sieht gut aus. Park Nummer 6. Mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Wer ist denn der Johnny? Der möchte anscheinend hier irgendwas was Cooles haben. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, weil wir kriegen jetzt gleich als nächstes... Was ist das? Was war das Gelbe gerade da oben? Gesehen? Siehst du das Gelbe da? Ja, das ist das, wo das perfekt ist. Ah, sicher jetzt erst. Och, Mann. Ach, guck mal, jetzt kann ich die ganze Zeit perfekt machen. Ja. Ah, okay. Oh, das sieht lecker aus, ne? Apple Bell. Apple Bell. Okay, wir nehmen mal dein neues Glas, das du gezogen hast mit dem Henkel. Und dann kriegt ihr noch das Ding hier oben drauf. So. Okay, mal gucken. Ich hoffe, der ist glücklich, weil jetzt kriegen wir als nächstes das heftige Mega-Glücksrad. Und, jawohl. Er ist mehr als glücklich, sagt er hier. Und, jawohl. Das Rad. Okay. Was wollen wir davon? Die 3 Spins, ne? Ich würde gerne die 3 Spins haben. Ich die 3 Spins sind das Beste, was du kriegen kannst. Komm schon, bitte. Ja, ja. Als ob! Wir haben 3 Spins. Oh mein Gott. Als ob. Oh. Ananas. Her damit. Was noch? Schokolade. Oh. Was noch? Komm schon, Geld. Hose. Hose. Alter. Ey, das ist ja... Oha, wir haben jetzt gerade 3 Sachen auf einmal bekommen, ne? Voll viele Zutaten. Okay, möchte die direkt was von den neuen haben hier? Nee, ja. Doch, die möchte Ananas. Okay, finde ich gut. Liebe Ananas. Das war ein bisschen zu viel. Ja, Ananas ist echt geil, ne? Apfel. Perfekt. Und dann kriegt noch eine Banane. Nein, nicht eine verschimmelte. Wollte gerade eine verschimmelte nehmen. Ist ja ein bisschen assi gewesen für die. So, Morning Rush kriegt erstmal ein schönes das hier Glas. Und ein schön rotes Ding hier, ne? So, und zack. Boah, richtig gut, lecker. Optimal, Alter. So, jetzt hier schön schlürfen, ne? Ja, die ist mega glücklich. So soll es auch sein, Alter. Ey, können wir jetzt auch mal die weiße Schokolade jetzt gleich nehmen? Das wäre jetzt echt, glaube ich, echt cool, ne? Wenn wir die jetzt nehmen können. Oh, Xter. Ich brauche keinen neuen Mixer. Unglaublich. Frech. Oh, hier kriegen wir dann neue Kisten, wenn wir jetzt da bei dir was machen, ne? Weiße Schokolade. Weiße Schokolade und Rose.
Ey, ich habe echt schon mal Rosen gegessen, ne? Ehrlich? Ist lecker? Ja, ist lecker. Da gibt's Eis. Okay, Roseneis oder was? Ja, ist richtig lecker. So, warte mal, weiße Schokolade. Zack! Oh. Ah, nicht perfekt, oh, leider, ne? Sieht lecker aus. Boah, okay, jetzt gucken wir da. Ey, das sieht eigentlich fast am heftigsten aus, ne? Ja. So, jetzt haben wir hier das Ding. Oh, und noch ein Schmetterling oben drauf. So, okay. Ey, das ist doch mal ein Drink das, jetzt, ja, hier, ne? Das sieht magisch aus. Der verdient 4 Sterne, der Drink. So, zack. Oh mein Gott. 1500 Dollar jetzt schon wieder. Und jetzt darfst du aussuchen. Wo ist die Spinne? Die Spinne. Diesmal holen wir die Spinne. Die ist rechts. Rechts? Die ist rechts drin, ja. Jetzt kriegen wir einen Schuh, Bro. Zutat? Ein Schuh? Okay, warte mal gucken. Will der jetzt einen Schuh hier haben oder was an Tag 7? Komm schon, Kollege. Sag mir nicht, du willst einen Schuh haben. Er möchte keinen Schuh, nein. Er möchte keinen Schuh. Was passiert, wenn ich zuerst Ananas nehme? Ich glaube, das ist das Gleiche, ne? Super. Anscheinend. Und jetzt nehmen wir Schokolade. Vielleicht nörgelt er rum, weil unten was das vertauscht ist, ne? Mal gucken, ob er da rumnörgelt. Der Brain Booster. So. Ich glaube nicht, dass er nörgelt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen. Er hat wahrscheinlich so einen Tick oder sowas. Mal gucken. Oh! Zutaten sind nicht ganz zufrieden. Obwohl es ja im Grunde trotzdem gleich ist. Nur die Anordnung war anders, ne? Ja. Wir haben eine neue Hand. Jordan. Abfahrt, Alter. Neue Hand hier. Oh. Ich brauche keinen Kaffee. Mann. So, der kriegt jetzt wahrscheinlich hier das neue Smartphone, bitte. Ja, der möchte die Schuhe. Mach deine Finger auf, ne? Ja, ich weiß. Und dann hier nochmal das Handy. iPhone 9. Oh mein Gott, das schöne iPhone 9. Teurer Spaß. Nein. Oh Gott, was ist das für ein ekliger Drink? Ich möchte für ein Glas haben. Das Glas möchte er jetzt haben. Okay, und dann möchte er einmal bitte den Blitzeffekt. Und das UFO-Ding. Und einmal perfekto. Und was ist es für ein Drink? Ist er zufrieden? Yeah, ja, er ist mega zufrieden. Und ich glaube, jetzt können wir schon was Neues kaufen. Warte, erstmal jetzt hier. Oh, ich sag links. Oh, egal. Geld. Er möchte noch einen direkt haben. Nächster. Erstmal weggehen jetzt hier, Kollege. Denn wir können jetzt hier nochmal unseren Laden erweitern. Und zwar mache ich jetzt hier mal das hier besser. Die Theke. So. Oh, die Theke ist erneuert. Ich sehe gar keinen Unterschied. Aber ich würde sagen, oder? Siehst du was? Die Stäbe wurden geändert, rechts und links. Das sind jetzt so Bambusstäbe. Stimmt, du hast recht, die Stäbe wurden echt geändert. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass wir das Ganze noch fertig machen in der nächsten Folge, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall hier das Video aus. Einmal draufklicken. Haut da rein, bis morgen. Ciao, ciao.